Ich möchte beginnen mit der Darstellung der katholischen Schöpfungslehre hinsichtlich dem Ursprung des Universums. Keiner von uns war dabei. Wir sind auf Offenbarung angewiesen. Wir haben die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Und so lese ich jetzt zu Beginn dieses Vortrags den heiligen Bericht aus der Genesis vor über die Erschaffung des Universums bzw. über die Erschaffung der Sterne. Das Universum war in einem ersten Schritt ja schon mit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde geschaffen, aber am vierten Tag, so lehrt uns die Genesis, schuf Gott die Lichter am Himmel. Es heißt dort, dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Im Folgenden bringe ich einige Beispiele, wie die Kirchenväter einhellig diesen Bericht verstanden haben. Der heilige Ephraim der Syrer schreibt über die Genesis 1, obwohl sowohl das Licht als auch die Wolken beide in einem Augenblick erschaffen wurden, dauerten dennoch sowohl der Tag als auch die Nacht des ersten Tages beide 12 Stunden lang. Und der heilige Ephraim fährt fort in einem anderen Kommentar. Gleichermaßen war der Mond bei seiner Erschaffung sowohl alt als auch jung. Er war jung, denn er war nur einen Moment alt. Aber er war auch alt, denn er war genauso voll, wie er am 15. Tag ist. Das bedeutet, der heilige Ephraim erklärt hier, dass Gott in der Lage ist, Dinge zu schaffen, schnell zu schaffen, die in einem vollständigen Zustand vorliegen, der uns den Anschein erwecken könnte, es handelt sich hier um alte Objekte. In Wirklichkeit hat er die Dinge nur in einem erwachsenen Zustand erschaffen. Und er erklärt eben dies am Beispiel des Mondes, des Vollmondes, der ja nicht 15 Tage brauchte, bis er voll wurde, sondern gleich voll war. Der heilige Ambrosius kommentiert über die Genesis, die Moses auf Eingebung Gottes geschrieben hat. Er, Moses, fand keinen Gefallen an einer späten und gemächlichen Erschaffung der Welt, aus einem Zusammentreffen von Atomen heraus. Hier klingt bereits das moderne kosmologische Denken an. Atome trafen zusammen und schufen über sehr lange Zeiten hinweg die Welt. Aber Moses lehnt das ab, das steht nicht in der Genesis, sagt der heilige Ambrosius. Er fährt fort. Und fügte, also Moses fügte passend hinzu, er erschuf, damit niemand denkt, es gab eine Verzögerung in der Erschaffung. Außerdem würde der Mensch auch sehen, wie unvergleichlich der Schöpfer war, der ein so großes Werk im kürzesten Moment seines Schöpfungsaktes vollendet hat. So sehr, dass die Wirkung seines Willens der Wahrnehmung der Zeit vorausging. Gott sprach durch sein Fiat und sofort war alles da. So wie Gott zu Lazarus sprach, steh auf, sofort war er da. Genau mit der gleichen Kraft schuf Gott das Universum, ohne Milliarden Jahre Naturprozesse. Das, so sagt der heilige Ambrosius und die anderen, ist es, wie die Genesis zu interpretieren ist. Und der heilige Athanasius in seinen 4 Diskursen gegen die Arianer, was die einzelnen Sterne oder die großen Lichter betrifft, erschien nicht dieses zuerst und jenes als zweites, sondern sie wurden alle an einem Tag und durch denselben Befehl ins Dasein gerufen. Und so war es mit der ursprünglichen Bildung der Vierbeiner und von Vögeln und Fischen und Rindern und Pflanzen. Nicht das eine Geschöpf wurde vor dem anderen erschaffen, also jeweils an seinem Tag, sondern alle Geschöpfe hatten gleichzeitig Zusammenbestand auf ein und denselben Befehl. Wir werden gleich sehen, wie das der modernen Kosmologie widerspricht. Wir haben schon gehört, dass die Lehre der Kirche über die Interpretation der Heiligen Schrift uns ermahnt und uns auch die Hilfe gibt,
dass wir uns an die Kirchenväter wenden. Denn wir können sicher sein, dass immer da, wo die Kirchenväter in einer Interpretation der Heiligen Schrift übereinstimmen, dies die richtige Interpretation ist. Deswegen sagt das Erste Vatikanum: Niemandem ist es erlaubt, die Heilige Schrift entgegen der einmütigen Übereinstimmung der Kirchenväter zu interpretieren. Dieselbe Regel war bereits im Konzil von Trient erklärt worden. Der heilige Thomas von Aquin hatte den Überblick über die Kirchenväter wie kein anderer und gilt deshalb als der Doktor Angelicus. Und er fasst diese katholische Schöpfungslehre in den folgenden Zitaten so zusammen in der Summa Theologica, wo er die wesentlichen Grundmerkmale darstellt. Er schreibt: Es wird gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, worunter körperliche Geschöpfe verstanden werden. Diese wurden deshalb unmittelbar von Gott gemacht, nicht über Zwischenschritte, nicht über Hilfsmittel. Und das Konzil, das vierte Laterankonzil im 13. Jahrhundert, das wurde im ersten Vatikanum wortwörtlich wiederholt, diese Definition über die Schöpfung. Gott, der Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, des Geistigen und des Körperlichen, er schuf in seiner eigenen allmächtigen Kraft am Anfang der Zeit, also nicht über riesige Milliarden Jahre, aus nichts, nicht aus ein paar Molekülen heraus, zugleich, nicht zuerst die Moleküle, Milliarden Jahre später ein Protonebel und dann ein Stern, jedes Geschöpf, geistig und körperlich, nämlich engelhaft und weltlich und schließlich das Menschliche, das sozusagen gleichermaßen aus Geist und Körper besteht. Diese Definition bestätigt die Kirchenlehrer und Kirchenväter und schließt den theistischen Evolutionismus auch des Kosmos aus. Wir hatten bereits davon gehört, dass der heilige Thomas von Aquin betont hat, dass die Schöpfung bei ihrer Grundlegung vollkommen war, also nicht im Prozess des sich Weiterentwickelns. Und er hat herausgestellt, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen der Ordnung der Natur, in der wir jetzt leben, wo die langsamen Naturprozesse sich abspielen, und der davon unterschiedenen Ordnung der Schöpfung, wo übernatürliche Akte geschahen, aber keine Naturprozesse. Und er sagt deshalb, es ist unmöglich für irgendein Geschöpf zu erschaffen, weder aus seiner eigenen Kraft noch als Hilfsmittel, das heißt unterstützend. Gott hat also nicht Molekülen und anderen Materiegebilden die Fähigkeit gegeben, etwas Neues zu werden. Das ist aber genau das, was Théa de Jardin sagt. Sein Grundsatz ist das exakte Gegenteil dieses Satzes des heiligen Thomas von Aquin. Théa sagt, Gott habe die Geschöpfe so geschaffen, dass sie ihrerseits wieder schaffen könnten. Nein, hat er nicht, sagen die Kirchenlehrer, die Kirchenväter. Wir fassen also zusammen, die wesentlichen Elemente der katholischen Schöpfungslehre sind: Gott schuf das Universum augenblicklich durch sein Wort in einer kurzen Zeit, ohne Milliarden Jahre. Dann, Naturprozesse haben bei der Schöpfung nicht mitgewirkt, auch nicht unterstützend. Es war ein übernatürliches Geschehen, wie das Auferwecken eines Toten, das Heilen eines Blinden durch das Wort. Und das Schöpfungswerk war mit dem siebten Tag abgeschlossen und vollständig. Keine neuen Welten werden geschaffen, keine neuen Arten, keine neuen Organe und Funktionen. Und seither sind die Naturgesetze in Kraft. Und auch heute geschehen zwar Wunder, das sind Aufhebungen der Naturgesetze, aber sie dienen nicht dazu, neue Kreaturen zu schaffen, die Schöpfung zu erweitern. Wir haben bereits gehört, dass diese Schöpfungslehre, die tradiert wurde und bis heute nie widerrufen wurde, ihre Herausforderer gefunden hat. Hier schnell. Dass also der heilige Petrus in seinem zweiten Brief bereits vorhergesagt hat, dass am Ende der Tage Lehrer auftreten werden, die sagen werden, nein, diese Unterscheidung zwischen Naturordnung und Schöpfungsordnung brauchen wir nicht zu machen, sondern alle Dinge waren so, wie sie seit Anfang der Schöpfung waren. Mit anderen Worten, die Naturprozesse sind es, durch die wir die Entstehung der Schöpfung erklären können. Das sagt der heilige Petrus hier mit diesen Worten.
Seit die Väter entschlafen sind, werden sie sagen, ist alles geblieben, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Und er fährt dann eben fort, dass das nur möglich ist, so etwas zu sagen, wenn man ignoriert, dass Gott durch sein Wort alles erschaffen hat und dass Gott die Natur maßgeblich durch außergewöhnliche Ereignisse wie die Sintflut verändert hat. René Descartes, wie wir gehört haben, war einer der ersten katholischen Intellektuellen, die diese Prophezeiung erfüllt haben. Er schlug vor, indes ist es gewiss, dass die Tätigkeit, durch welche Gott die Welt erhält, die Ordnung der Naturprozesse, dieselbe ist wie die, durch die er sie geschaffen hat, die Schöpfungsordnung. Also keine übernatürliche Erschaffung, sagt René Descartes. Und noch ausführlicher in seinem Methodendiskurs, wenn er ihr also auch im Anfange nur die Form eines Chaos gegeben und nach Feststellung der Naturgesetze ihr nur seinen Bestand zur Entwicklung wie bisher gegeben hätte, so würden doch dadurch allein alle rein körperlichen Dinge mit der Zeit sich haben entwickeln können, wie man sie jetzt sieht. Und ihre Natur wird viel verständlicher, wenn man sie in dieser Weise entstehen sieht, als wenn man sie nur als fertige betrachtet. John Dewey, ein amerikanischer Philosoph, der wie kein anderer für die Zerstörung der moralischen Integrität des amerikanischen Bildungswesens verantwortlich ist, erkannte diese herausragende Bedeutung von René Descartes. Er schreibt, als Descartes sagte, die Natur der physikalischen Dinge wird leichter verstanden, wenn man annimmt, dass sie schrittweise ins Dasein gekommen sind, als wenn man denkt, dass sie nur auf einmal in einem fertigen und vollkommenen Zustand hervorgebracht worden sind, wurde sich die moderne Welt der Logik bewusst, die sie seither leiten sollte. Der Logik, von der Darwins Ursprung der Arten die letzte wissenschaftliche Errungenschaft ist. Diese Schlussfolgerung ist völlig korrekt. Welche Prozesse sind es nun, die für die Entstehung der Welt, des Weltalls, des Universums herangezogen wurden, um sie zu erklären ohne göttliches Eingreifen? Darauf möchte ich jetzt im Folgenden kommen und den wichtigsten Naturprozess vorstellen, der aus unserer heutigen Zeit rückextrapoliert wurde bis ganz an den Anfang der Welt. Und zwar handelt es sich um den sogenannten Doppler-Effekt. Das kann man überall beobachten, jeder kennt es von uns. Zum Beispiel daher, wenn ein Krankenwagen auf uns zufährt und er hat die Sirene an, dann hören wir einen sehr hohen Ton, wenn er auf uns zufährt. Wenn er an uns vorbei ist und sich von uns entfernt, hören wir plötzlich einen viel tieferen Ton. Das kommt daher, dass sich die Frequenz des Schalls, das unser Ohr erreicht, dass die höher ist, wenn sich die Quelle des Schalls auf uns zubewegt, als wenn sich die Schallquelle von uns wegbewegt. Das Gleiche gilt nun für Lichtquellen. Wenn eine Lichtquelle sich von uns wegbewegt, dann wird die Wellenlänge des Lichts länger. Bei angenommener gleicher Geschwindigkeit wird ihre Frequenz dadurch kleiner. Das Licht scheint in Richtung Rot verschoben, wie man sagt. Es wird rötlicher, alle Farben in diese Richtung. Umgekehrt, wenn sich eine Lichtquelle auf uns zubewegt, dann werden die Lichtwellen zusammengestaucht, die Wellenlänge wird kürzer und damit die Frequenz größer. Wir haben eine Verschiebung ins entgegengesetzte Spektrum, ins Ultraviolette hinein, in höhere Frequenz hinein. Dieser Prozess hat eine große Bedeutung für die Kosmologie. Denn von den Sternen wissen wir fast nichts, außer ihr Licht. Ja, eigentlich haben wir nur das Licht, was wir messen können. Elektromagnetische Wellen. Und wir können die Frequenzen analysieren, die darin enthalten sind. Das geht sehr einfach und dann werde ich jetzt gleich zeigen, wie man mit Hilfe von einem Prisma und einem Teleskop das Alter der Welt messen kann, wenn man der Urknalltheorie glaubt. Man braucht nur diese beiden Dinge und kann das Alter der Welt messen. Ja, bitte? Ja, das ist etabliert, ja, dass das so ist. Das ist keine Frage. Das Licht, die Frequenz ändert, wenn man es aufeinander zubewegt. Es herrscht nur keine Übereinstimmung. Also, ja, genau, das ist klar. Davon geht man aus, dass die Grundlage des Michelson-Morley-Versuchs und vieler anderer Versuche. Die Messung von Fahrzeugen, die Geschwindigkeit, wenn ein Radargerät misst, das basiert genau darauf. Ja, solche Dinge zum Beispiel.
Also, wie misst man das Alter der Welt gemäß der Urknalltheorie? Man braucht nur ein Prisma und ein Teleskop, habe ich gesagt. Mit dem Prisma, das Prisma ist ein Glaskörper, ein dreieckiger Glaskörper, das hier ausgefüllt ist mit Glas. Man schickt einen Lichtstrahl hindurch und stellt fest, dass die Brechung des Lichtes an der Grenzfläche hier vom Luft ins dichtere Medium des Glases die einzelnen im Licht enthaltenen Frequenzen mit unterschiedlichem Winkel bricht. Und das geschieht ebenso wieder beim Austritt. Und so hat man diese Auffächerung in die Regenbogenfarben. Also hier mal in einem echten Experiment, der Lichtstrahl, der von hier kommt, durch das Prisma geschickt wird, spaltet sich auf und man sieht, welche Frequenzen waren enthalten. Das folgt durch ganz einfache geometrische Überlegungen, wie sich Licht verhält, wenn es unterschiedliche Medien durchbricht. Das kann man leicht nachlesen in jedem Physikbuch. Das wendet man jetzt auf die Sterne an. Man schaut mit dem Teleskop einen einzelnen Stern an und guckt, wie verhält sich denn sein Lichtspektrum mit Hilfe eines Prismas. Man sieht im Prisma nicht nur diese schönen Farben, sondern auch schwarze Streifen. Die sind ganz charakteristisch, sogenannte Absorptionslinien. Es gibt Gase zum Beispiel, deren Atome oder Moleküle haben ganz bestimmte Anregungsfrequenzen. Wenn das Licht, das dieser Frequenz entspricht, da drauf kommt, dann wird es absorbiert, wird geschluckt und genau diese Frequenz fehlt dann. Und man kann erkennen, das war jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder Helium oder irgendwas, was dafür sorgte, dass hier eine Auslassung in der Frequenz vorhanden ist. Das ist ganz typisch im Labor, nachstellbar, eichbar, ein bekannter Prozess. Jetzt stellt man etwas Erstaunliches fest mit dem Licht der Sterne, dass deren Licht diese Linien an einer anderen Frequenzstelle hat, als typischerweise im Labor beobachtet wird, hier auf der Erde. Man spricht davon, dass alle Absorptionslinien, alle Frequenzen der Sterne in Richtung Rot verschoben sind, zu niedrigeren Frequenzen, Entschuldigung. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch Sterne, die zu höheren Frequenzen verschoben sind. Aber generell gilt, und das ist erstaunlich, in alle Richtungen, wo ich mein Teleskop und mein Prisma hinhalte, stelle ich eine Rotverschiebung des Sternenlichtes fest. Und jetzt kommt der Schluss zum Doppler-Effekt. Interpretiere ich diese Rotverschiebung so, wie einen Krankenwagen, der von mir wegfährt und deswegen die Frequenz niedriger wird, dann komme ich zu dem Schluss, offensichtlich bewegen sich die Sterne von mir weg. Alle, in alle Richtungen, das Gleiche. So ging Georges Lemaître vor, der den Urknall erfunden hat. Er hat genau das gemacht. Er hat gesagt, offensichtlich bewegt sich alles heute von uns weg. Gestern war es also etwas näher an uns als heute. Vorgestern noch näher, noch näher, noch näher. Er extrapoliert das. Alle Dinge waren immer dieselbe seit dem Anfang der Schöpfung. Er folgt genau der Prophezeiung des heiligen Petrus und landet bei einem einzigen Punkt. Die gesamte Materie des Universums, alle Sterne, alle Planeten, alles in einem einzigen Punkt mit unsagbar hoher Dichte und Temperatur. Er nannte das noch ein primitives Atom, heute ein Uratom, heute nennen wir es Singularität. Niemand weiß, was das ist. Es ist keine Physik mehr, weder Raum noch Zeit. Hier haben wir also schon die Wissenschaft verlassen. Aber genau das ist es, was das Standardmodell der Kosmologie besagt, dass es so einen Zustand gegeben hat. Und der geschah eben, diese Theorie baut auf der Extrapolation rückwärts auf, ein unwissenschaftliches Vorgehen, weil man hat nicht gemessen, ob diese Bewegung tatsächlich immer die gleiche war, wie wir sie heute beobachten, und man hat nicht einmal bewiesen, dass es sich tatsächlich um eine Bewegung handelt. Das ist nur eine Deutung dieser Rotverschiebung. Es gibt auch andere. Edwin Hubble zum Beispiel, der sehr viel über diese Rotverschiebung gearbeitet hat, hat immer daran gezweifelt, dass das die einzige mögliche Erklärung ist. Es könnte nämlich auch sein, dass das Licht auf dem Weg hierher Energie verliert und dadurch die Frequenz erniedrigt. Je weiter weg, desto mehr verliert es Energie. Ja? Das ist eine denkbare Erklärung. Oder dass die Sterne selber ganz unterschiedliche Massen haben, die unterschiedliche Aussendungsfrequenzen haben. Das ist eine andere Theorie, dass die Masse der Atome und Moleküle nicht überall die gleiche ist und somit auch die Spektrallinien nicht die gleichen. Also wir wissen es einfach nicht, wäre die ehrliche Antwort, ob es sich um eine Ausdehnungsbewegung handelt oder nicht. Aber unter Zugrundelegung derselben und Rückextrapolation kommt man beim Urknallmodell an.
Nimmt man dieses zugrunde, dann hat man nun die Möglichkeit, das Alter der Welt zu messen. Wie schon gesagt, mit Hilfe eines Teleskops und eines Prismas. Und wie funktioniert das? Mit dem Prisma messe ich die Rotverschiebung eines Sterns und schließe daraus, wie schnell fliegt dieser Stern weg von uns. Man muss jetzt noch hinzufügen, am Anfang war nach dieser Theorie alles in einem Punkt konzentriert und jetzt bewegt sich jeder Punkt von jedem Punkt gleichermaßen weg. Es darf kein Zentrum geben, ist eine wesentliche Aussage auch des Urknallmodells. Also von jedem Punkt aus würde man beobachten, dass alle anderen Punkte sich von einem wegbewegen, sagt das Urknallmodell. So wie auf einem Luftballon, egal wo ich mich hinsetze, wenn ich ihn aufblase auf der Oberfläche, wird sich jeder Punkt von jedem entfernen. Da gibt es kein Zentrum, von dem aus eine Ausdehnung beginnen würde. Und so ist auch im Dreidimensionalen die Ausdehnung in alle Richtungen gleich. Nichtsdestotrotz, die Geschwindigkeit könnte ich also demnach messen durch die Rotverschiebung des Lichts und aus seiner Helligkeit schließt man auf die Entfernung, die dieser Stern von uns hat. So einfach. Denn je weiter weg, desto mehr verliert natürlich das Licht Energie und dann kann ich aus einfachen geometrischen Überlegungen ableiten, wie weit muss er denn dann sein. Habe ich also die Geschwindigkeit v und die Entfernung s eines Sternes gemessen, dann wende ich einfach die Formel für die gleichförmige Bewegung an, die ich auch für Fahrräder und für Autos anwende. Ich sage, ein Körper mit der Geschwindigkeit v und der legt in der Zeit t die Strecke s zurück. Genau das gleiche wird für die Sterne gemacht und dann komme ich drauf, dass t, also s durch v, Abstand durch die Geschwindigkeit 13,7 Milliarden Jahre ergibt. Genau daher kommt die Angabe über das Alter der Welt. Verblüffend einfach. Aber sie enthält Annahmen, die nicht bewiesen sind. Und darauf werde ich gleich kommen und noch auf andere Schwierigkeiten dieses Modells. Also die Grundlage ist diese unwissenschaftliche Extrapolation. Es war immer dieselbe Bewegung seit dem Anfang der Welt. Hier ist eine Zusammenfassung des Standardmodells der Kosmologie, wie wir sie von der NASA bekommen. Am Anfang war diese sogenannte Quantenfluktuation. Dann gab es eine Phase sehr rascher Expansion, die sogenannte Inflations- oder Aufblasungsphase, schneller als die Lichtgeschwindigkeit im Bruchteil einer Sekunde, um den Faktor 10 hoch 35 hat sich das Universum ausgedehnt. Dann gab es eine Zeit, wo kein Licht sichtbar war, weil die Elektronen nicht an die Atomkerne gebunden waren und deswegen konnten Photonen nicht den Raum durchdringen. Bei weiterem Abkühlen, bei weiterem Ausdehnen führte es zu weiterem Abkühlen, da konnten die Photonen durch den Raum wandern und seither sehen wir etwas, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Es bildeten sich Nebel, die ersten Sterne, Galaxien, Planeten und schließlich expandierte das Universum in jüngerer Zeit mit einer beschleunigten Expansion. Also nicht hier gleichförmig mit immer derselben Geschwindigkeit, sondern so sagt man heute, es geht immer schneller. Das ist also die Zusammenfassung des Urknallmodells. Alles geschah dadurch, dass am Anfang nichts war und nichts explodierte. Und 13,7 Milliarden Jahre später haben wir unser schönes Sonnensystem mit unserem lebenswerten Planeten und uns selbst. Was ist der Beweis für dieses Modell? Was wird als Hauptbeweis angeführt? Der sogenannte Mikrowellenhintergrund. Wenn man mit einem entsprechenden Messgerät die Radiofrequenzen im Mikrowellenbereich abhört im ganzen Universum. Das wurde 1965 gemacht. Dann entdeckt man, dass überall aus jeder Richtung eine Strahlung auf uns kommt, die einer Temperatur von 2,73 Kelvin entspricht. Diese Temperatur ist fast am absoluten Nullpunkt. Also unsere 0 Grad Celsius, das ist schon 273 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Hier messen wir nur etwas, was 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt ist. Also kälter geht es fast nicht. Man misst also fast nichts, aber man misst etwas. Und das war höchst erstaunlich, dass man das getan hat. Und besonders war es gefeiert worden als großen Erfolg für das Urknallmodell, weil bereits 1948 wurde vorhergesagt, dass man eine solche Strahlung, die einer Temperatur von 5 Kelvin entsprechen müsste, sehen sollte. Und tatsächlich 1965 fand man eine Strahlung, die einem sehr, sehr kalten Universum entspricht. Ist das nun ein Beweis für das Urknallmodell? Das können wir im nächsten gleich überprüfen. Ich fahre nachher fort damit.
Kommen wir nun zu den Problemen des Urknallmodells. Ganz zum Ersten. Die Grundbehauptung des Standardmodells ist, dass ein chaotischer, ungeordneter Zustand am Anfang durch Naturprozesse den hochgradig geordneten Zustand eines solchen Planeten wie unserer Erde erzeugt hat. Das ist eine so eklatante Reduzierung der Entropie, eine Verletzung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, dass wir hier einen Verstoß gegen die Naturgesetze vorliegen haben, der das unterbindet. Es gibt zum Beispiel, um das zu illustrieren, andere Planeten, die zeigen, wie ein Planet eigentlich sein könnte, nämlich voller Gift, zu heiß, zu kalt, mit starken Stürmen, großen Erdbeben, Vulkanen und alles was, kein Wasser da, also sehr lebensfeindlich, wie unsere Nachbarplaneten von Pluto bis Mars und Merkur, völlig unterschiedlich zu der Erde. Das ist das, was man aus einem Chaos erwarten würde. Aber unsere Erde hat genau den idealen Abstand zur Sonne. Ein bisschen näher wird es zu heiß, ein bisschen weiter weg zu kalt. Hervorragend eingerichtet. Wir haben flüssiges Wasser, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir haben trockenes Land, wir haben Kohlenstoff, aus dem alles Biologische besteht, Sauerstoff zum Atmen, Stickstoff, Wasserstoff. All die wichtigen für das Leben notwendigen Moleküle gibt es hier auf der Erde in der richtigen Menge. Wir haben relativ moderate Jahreszeiten, schauen wir uns die Bilder von anderen Planeten an, dann sehen wir dort ein ganz anderes Bild. Keine so extremen Erdbeben wie dort oder Vulkanausbrüche, radioaktive Strahlung, giftige Chemikalien, die alles Leben zerstören. Nein, die Erde hat so viele Parameter, die exakt eingestellt sind, das kann nicht durch einen Chaosprozess entstanden sein. Auch nicht in einem offenen System, wie wir vorhin gesehen haben. Ein offenes System kann nur solche Ordnung erzeugen, die vorher irgendwie vorprogrammiert ist in den zugrunde liegenden Molekülen. Aber am Anfang wäre nur Wasserstoff gewesen und da lag diese Ordnung, die wir hier auf der Erde finden, nicht vor in dem Atom, in der Atomstruktur. Das Gegenargument trifft hier also nicht zu. Also hier ein ganz wesentlicher Grund, um zu sagen, dass das Urknallmodell mit den Naturgesetzen in Konflikt steht. Zweitens, ich habe eben gesagt, dass die Mikrowellenhintergrundstrahlung als der Beweis für die Richtigkeit des Big Bang Modells oft herangezogen wird. Und möchte nun zeigen, dass das nicht getan werden kann. Wir sehen hier ein Diagramm, auf der Y-Achse aufgetragen die Temperatur dieses Mikrowellenhintergrunds in Kelvin. Und jetzt eingetragen in diesem Punkt die Vorhersage des Wertes durch das Urknallmodell. Im Jahr 1948 wurde das herausgerechnet. Das Urknallmodell stand so um das Jahr, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 5 Kelvin wurde vorhergesagt. Aber bereits über 20 Jahre vorher hat ein Physiker namens Erich Regener aus einem ganz anderen Modell heraus 2,8 Kelvin vorhergesagt. Er ging hin und hat die Strahlung, die Energie der kosmischen Teilchen, die ständig durchs Universum fliegen, die sogenannte kosmische Strahlung, gemessen und ausgerechnet, wenn diese Energie den Raum erfüllt, welche Temperatur muss dann der Raum haben an sich? Und dann kam er drauf, eigentlich müsste man 2,8 Kelvin messen als Hintergrundstrahlung. Hat überhaupt nichts mit Urknall zu tun, keine kosmologische Deutung dieser Hintergrundstrahlung. Dann kam Arthur Eddington 1926 und rechnete aus die Energie, die durch alle Sterne abstrahlt im Universum und mittelte das irgendwie aus und sagte, dann müsste jetzt der Hintergrund des Universums 3,2 Kelvin haben, bereits im Jahr 1926. Und dann ging Fred Hoyle hin im Jahr 1964 und legte die im Universum beobachtbare Menge an Helium zugrunde und deutete das Helium so, dass es aus Kernfusion aus Wasserstoff entstanden wäre, rechnete aus, wie viel Energie ist dabei frei geworden, wenn diese Energie jetzt gleichmäßig verteilt ist, welche Temperatur erwarte ich dann im Raum? 2,78 Kelvin war sein Modell. Und die Messung? 2,73 Kelvin. Also, kann nun dieser Messwert als Bestätigung für diese Theorie genommen werden? Vielmehr müsste er für diese Theorie zugrunde gelegt werden. Also wir sehen hier, allein durch die Aussage einer einzigen Zahl habe ich noch nichts bewiesen. Ich will nicht sagen, dass die anderen Modelle nicht auch ihre Vor- und ihre Nachteile haben, ganz klar. Aber das soll nur illustrieren,
dass man nicht von einer einzigen Zahl schließen kann, es gäbe kein anderes Modell, kein anderer Prozess, der das nicht auch leisten könnte und sogar besser. Der Astrophysiker Jean-Marc Bonnet-Bibeau schreibt in einem kürzlich erschienenen Buch In Notre Cosmos: Aufgrund des Fehlens dieser grundlegenden Bestätigungen kann der kosmologische Charakter der Hintergrundstrahlung, also dass die Hintergrundstrahlung von einem Urknall her stammen würde, heute nicht als bewiesen gelten. Wegen seiner sehr schwachen Energie kann er von einer sehr großen Bandbreite von physikalischen Prozessen erzeugt werden. Diese Strahlung. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Befund. Ich habe vorhin dargestellt, dass man das Alter des Universums aus dem Quotient von Abstand zu Geschwindigkeit errechnen kann. Dieser Quotient, der Kehrwert davon, ist eine wichtige Konstante in der Astrophysik, die sogenannte Hubble-Konstante, benannt nach Edwin Hubble, vorgeschlagen bereits von Georges Lemaître. Sie besagt, dass jeder Stern den gleichen Quotient zwischen Abstand und Geschwindigkeit hat. Das heißt, ich kann die Altersbestimmung eigentlich mit jedem Stern machen, den ich im Universum sehe. Ich muss nur Abstand und Geschwindigkeit teilen. Und je weiter weg ein Stern ist, desto größer ist seine Geschwindigkeit. Und hier sind jetzt dargestellt die vom Harvard-Universität veröffentlichten Werte dieses Quotienten aus Abstand und Geschwindigkeit. Also der Kehrwert von dieser Zahl, die hier aufgetragen ist, liefert das Alter des Universums. Was hat uns also die wissenschaftliche Gemeinschaft in den 30er Jahren berichtet, wie groß der Quotient aus Abstand, aus Geschwindigkeit geteilt durch Abstand ist? Sie berichtete diese Werte, 500 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Also das ist ein Wert, der entspricht einem Alter von 2 Milliarden Jahren. Wenige Jahre später, in den 50er Jahren, maß man nur 300 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und dann ab den 70er Jahren maß man etwa 70 bis 100 Kilometer pro Sekunde Megaparsec. Das heißt 14 Milliarden Jahre. Mit anderen Worten, mit derselben Methoden, ich messe die Helligkeit und messe die Rotverschiebung, kam man in den 30er Jahren auf 2 Milliarden Jahre. Und mit denselben Methoden kommt man heute auf 14 Milliarden Jahre und sagt, jetzt aber, jetzt stimmt alles. Damals, gibt man heute offen zu, haben wir euch falsch informiert. Wir lagen um 12 Milliarden Jahre daneben. Wir hatten also damals Prozesse in unseren Messungen, die von was anderem kamen als Abstand und Geschwindigkeit. Offensichtlich konnte die Helligkeit und oder die Rotverschiebung musste von etwas anderem herkommen als eben diesen Prozessen. Und wenn wir nochmal reinzoomen in die Ergebnisse seit den 90er Jahren, in ganz aktuelle, dann sehen wir, dass sich nicht viel verbessert hat hinsichtlich der Streuung. Heute streuen die Daten zwischen 30 und ja, fast 100 Kilometer pro Sekunde per Megaparsec. Also zwischen 10 Milliarden Jahren und 30 Milliarden Jahren streuen die gemessenen Ergebnisse. Das ist ein Beweis dafür, diese 100% Messunsicherheit, ein Beweis, dass die Rotverschiebung und oder die Helligkeit der Sterne teilweise oder vollständig durch andere Ursachen als Expansion bzw. als Abstand zu deuten sind. Wie schon gesagt, die Energie der Photonen kann sich durch den langen Reiseweg reduzieren und dadurch verschiebt sich zum Beispiel die Frequenz. Die Helligkeit der Sterne kann durch Nebel abnehmen, die machen einen sehr großen Anteil im Universum aus, Gase und Nebel. Und auch Dinge auf der Atmosphäre der Sterne kann die Frequenz ändern und in den Atomen der Sterne selber. Also hier ist von keinem Beweis zu reden aus diesen Messungen über das Alter der Erde. Kommen wir zu einem anderen Problemfeld der Kosmologie, das weniger oft veröffentlicht dargestellt wird, das aber noch viel grundlegender ist, nämlich die Frage, wie sind denn überhaupt die Sterne entstanden? Können wir die Sterne durch Naturprozesse erklären? Jeder würde sagen, aber natürlich, das ist ja die einfachste Übung für Physiker bestimmt. Es ist nicht so. Wir werden es gleich in der Fachliteratur sehen. Die Theorie zur Sternenentstehung besagt Folgendes. Am Anfang gab es einen kosmischen Nebel aus Materie und die Schwerkraft. Diese Nebelpartikel wurden durch die Schwerkraft immer weiter angezogen
Und bei dem Komprimieren wurden sie immer heißer, immer dichter und dann fingen sie an zu leuchten und so haben wir den Stern. Aber es gibt Probleme mit dieser Theorie, weil wieder die Naturgesetze dem widersprechen. Es gibt nämlich noch einen anderen Prozess, der stärker ist als die Gravitation. Der Gasdruck, der wirkt dem entgegen. Wenn wir einen Luftballon aufblasen, dann würden ohne diese Haut drumherum alle Moleküle sich im Raum weit verteilen. Das ist der Gasdruck, der nach außen strebt. Und genauso ist es bei einem Nebel. Die Gravitation zieht zwar ein bisschen nach innen, aber der Gasdruck nach außen ist viel, viel stärker. Die Gravitation schafft das nicht. Dadurch können keine Sterne entstehen. Wie versucht man nun dieses Problem zu lösen? Da gibt es im Wesentlichen drei Ansätze. Einer besagt, es gab eine sogenannte Supernova-Explosion mit massiver Energie und diese erzeugte eine Druckwelle. In der Nähe dieser Druckwelle war eine Nebelwolke und die wurde durch die Druckwelle zusammengedrückt, solange bis die Gravitation schließlich stärker war als die Abstoßung durch den Gasdruck und damit war der Protostern geschaffen. Zweiter Vorschlag, im Universum war eine Vielzahl von kalten Teilchen und die drangen in die Nebelwolke ein, haben die Nebelwolke rasch abgekühlt, sie zog sich zusammen und wiederum hat sie einen Punkt erreicht, wo sie die Partikel so nahe kamen, dass die Gravitation stärker war als die Abstoßung durch den Gasdruck. Dritter Lösungsvorschlag, zwei Galaxien kamen einander zu nahe und kollidierten. Durch den massiven Druck dieser Kollision wurden Nebelwolken zusammengequetscht. Wieder wurde die Gravitation stärker als die Abstoßung. Die Sterne entstanden. Alle diese drei Lösungsvorschläge führen zu einem Paradoxon. Nämlich, wenn eine Supernova explodiert und eine Druckwelle erzeugt, dann ist damit implizit gesagt, dass die Supernova ja ein explodierender Stern ist. Das ist eine Supernova, einfach ein Stern, der in die Luft geht, der explodiert. Und damit ist das Grundproblem eben nicht gelöst, denn ich brauche bereits einen Stern. Also kann ich nicht die Entstehung der ersten Sterne durch Supernovas erklären. Das gleiche Problem hat die zweite Lösung. Die kalten Partikel, die das Gas abkühlen sollen, müssen in Sternen produziert worden sein. Also kann ich wieder nicht die Entstehung der ersten Sterne hierdurch erklären. Und die dritte Lösungsstrategie, die Galaxienkollision, ist natürlich auch nicht geeignet, denn Galaxien setzen sich ja bekannterweise aus bereits existierenden Sternen zusammen. Also versagt jeder Versuch, Sterne durch Naturprozesse zu erklären. Eva Novotny schreibt das in ihrem Lehrbuch Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors. Der Prozess, durch den eine interstellare Wolke konzentriert wird, bis sie durch die Gravitation zusammengehalten wird und einen Protostern bildet, ist nicht bekannt. Und in Science, die verlegene Stille der modernen Astrophysik kommt daher, dass wir nicht wissen, wie sich wenigstens einer dieser Sterne hat bilden können. Und Charles Lader und Frank Shu wieder in Science, 1990, eines der grundlegendsten Probleme der gegenwärtigen Astrophysik, der Ursprung der Sterne, wurde immer noch nicht gelöst. Fahren wir fort, ganz kurz noch mit weiteren Problemen der Urknalltheorie. Wenn es wahr ist, dass das Licht von einem entfernten Stern, das uns jetzt erreicht, hier dargestellt mit dem Kreis in der Mitte, das wären ungefähr wir, wenn es 13,7 Milliarden Jahre gebraucht hat, dann sehen wir jetzt nur die Spitze dieses Sterns, die Spitze dieses Lichtstrahls. Das meiste dieses Lichtstrahls ist noch unterwegs. Das heißt, wir sehen Licht von einem entfernten Stern, das vor 13,7 Milliarden Jahre abgeschickt wurde. Damit ist das Licht, das da entstand, wo der Stern noch sehr jung war. Also zur Zeit gleich nach dem Urknall, so die Deutung. Wir können also, indem wir in die Ferne blicken, in die Vergangenheit blicken. Umgekehrt, schauen wir uns einen Stern an, der ganz nahe ist, dann ist das meiste Licht schon vorbei an uns. Wir sehen den Stern in einem alten Zustand. Okay, mit diesem Wissen wissen wir, wenn wir jetzt also eine Geschichte der Evolution des Kosmos entdecken wollen, brauchen wir nur nahe und ferne Galaxien anzuschauen und müssten frühe und späte Zustände des Universums sehen und damit auch unterschiedliche Entwicklungsstände. Und genau das tun wir nicht. Es gibt keine eindeutige Beobachtung von Galaxiebildung, sogar bei den fernsten Galaxien. Die Galaxien in den jungen, in den fernen Regionen sehen genauso aus wie die Galaxien in den alten, den nahen Regionen. Null Evolution, ähnlich wie beim Fossilbericht.
Deswegen sagt Marcus Chan in The New Scientist, die Bildung der entferntesten Galaxien ist näher am Urknall, da ihr Licht Milliarden Jahre braucht, um uns zu erreichen. Deshalb werden diese Galaxien gesehen wie jung bei ihrer Geburt. Das Problem ist, dass sie nicht die Erscheinung von jung haben, sagt Lerner. Wir sehen nur alte Galaxien, die die gleichen Sternenbandbreite haben wie die Galaxien, die sich heute gebildet hätten. Weiteres Argument, die Spiralbewegungen der Galaxien sind viel zu schnell für lange Stabilität. Um das auszugleichen, muss man postulieren, dass es viel dunkle Materie gäbe um den Stern herum, die den so lange zusammenhält. Die Milliarden Jahre passen nicht zu dieser Bewegung. Dunkle Materie, niemand weiß, was das ist. Das Universum, und nächstes Argument, expandiert heute mit beschleunigter Expansion, sagen uns die Kosmologen. Wo kommt die Energie her? Niemand weiß es. Man sagt, es gibt eine unbekannte, sogenannte dunkle Energie. Das ist aber nichts Wissenschaftliches. Dann, was auch leider nicht immer erwähnt wird, dieser Mikrowellenhintergrund ist extrem homogen. Egal in welche Richtung ich gehe, die Unterschiede der Temperatur betragen höchstens ein 30 Millionstel eines Grades. Das ist völlig unmöglich, dass eine solche Struktur sich hätte bilden können zu dem Zeitpunkt, wo man annimmt, dass sie entstanden ist. Deswegen muss man annehmen, dass das Universum extrem schnell, wie am Anfang schon gesagt, durch eine Inflation schneller als das Licht für ganz kurze Zeit, aber sehr schnell ausgebreitet hat. Aber da entsteht ein neues Problem. Wenn wir jetzt diese homogene Struktur haben, wie entstand dann die Galaxien? Die sind alles andere als homogen. Wir brauchen mehr Materie, um die Galaxienbildung entstehen zu lassen. Also schlägt man vor, es muss überall hier dunkle, unsichtbare Materie geben, die nicht elektromagnetische Strahlen aussendet. Die würde die Gravitation liefern zur Galaxienbildung. Da haben wir aber wieder das nächste Problem. Wenn wir diese Materie dazu rechnen, dann würde das Universum nur 8 Milliarden Jahre alt sein dürfen. Das widerspricht unseren Messungen von 13,7 Milliarden Jahren. Und deren Interpretation. Wie lösen wir das? Es wird wieder dunkle Energie hinzugezogen. Diese muss da gewesen sein, um das Universum trotz der größeren Materie schnell genug expandieren zu lassen, sodass wir heute auf 13,7 Milliarden Jahre kommen. Es ist ein sehr außergewöhnliches Vorgehen in der Naturwissenschaft, dass man eine Theorie immer wieder zu retten versucht, indem man Dinge einführt, die man nicht beobachten kann, nur um die Theorie zu retten. Deswegen haben 33 führende Wissenschaftler einen offenen Brief an die wissenschaftliche Gemeinschaft geschrieben, wo sie Folgendes schreiben: Der Urknall gründet heute auf einer wachsenden Anzahl hypothetischer Größen. Dinge, die nie beobachtet wurden, Inflation, dunkle Materie und dunkle Energie sind die prominentesten Beispiele. Ohne sie gäbe es einen fatalen Widerspruch zwischen den Beobachtungen, die die Astronomen gemacht haben, und den Vorhersagen der Urknalltheorie. In keinem anderen Gebiet der Physik würde man diesen fortwährenden Rückgriff auf neue hypothetische Objekte als einen Weg akzeptieren, um die Lücke zwischen Theorie und Beobachtung zu überbrücken. Er würde zumindest eine ernsthafte Frage über die Gültigkeit der zugrunde liegenden Theorie aufwerfen. Und hier zum Schluss zusammengefasst, laut Standardmodell, laut Urknallmodell, besteht nur 4% des ganzen Universums aus Atomen, wie wir sie kennen, aus unserer Physik und Chemie. 96% des Universums wären, will man die Big Bang-Theorie retten, aus dunkler Materie und dunkler Energie zusammengesetzt. Das ist aber der Wissenschaft nicht zugänglich, solches diese 96%. Außerdem ist die Sternenentstehung nicht durch Naturprozesse erklärbar. Und damit sind wir da angelangt, wo auch die Schöpfungslehre uns hinführt, nämlich die Untersuchung der Urknalltheorie besagt, dass der Ursprung des Universums eben nicht durch Naturprozesse erklärt werden kann. Das geben die Naturwissenschaftler zu. Und die Bestätigung der Schöpfungslehre, dass also das Universum ex nihilo allein durch Gott, durch übernatürliche Prozesse, durch übernatürliche Akte entstand, durch Fiat. Also ich gehe jetzt hier einfach drüber und ende mit einem Psalm. Vor Zeiten hast du der Erde Grund gelegt. Die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle zerfallen wie ein Gewand. Du wechselst sie wie ein Kleid und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre enden nie. Vielen Dank.